Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute nicht mit einem Set von irgendeinem Hersteller, sondern mit einer Mock-Idee, die mir geschickt wurde und die ich auch sehr spannend fand. Und zwar ist das ein kleiner Minibau, ein Mini-Tresor aus Legosteinen mit einem Schlüssel und mit einem Geheimschlüssel. Ich zeige euch auf jeden Fall mal dieses Teil. Ich finde es sehr cool. Ich meine, das ist ein kleiner Spaß, einfach mal, um zu sehen, was man aus Lego machen kann, auch ohne Technikteile. Und was da, wie gesagt, einfach alles so geht. Und klar, niemand wird einen Tresor aus Legosteinen ernsthaft verwenden, um darin Geld zu lagern. Aber man kann ja das Ding auch sehr schön zum Spielen nehmen. Stell das Ding in eine Polizeistation zum Beispiel. Und dann kann man das als Spielfeature nehmen, dass man in der Polizeistation ein paar Einbrecher hat, die da vielleicht was aus der Asservatenkammer oder ähnliches stehlen wollen. Das ist jetzt der kleinste Bau, wie das möglich ist. Das geht noch in viel mehreren Stufen und auch größer. Ich zeige das mal in dem kleinen Rahmen. Das vergrößert man dann einfach, indem man eben eine höhere Anzahl an Steinen nimmt, eine größere Grundplatte und ähnliches. Jetzt zeige ich euch aber erstmal den Trick und Kniff dieses Teils. Jetzt würde man ja denken, wie komme ich da rein? Jetzt hat er vielleicht, derjenige, der da rein will, gut aufgepasst und hat gesehen, dass er das mit dem Schlüssel hier macht. Jetzt nimmt derjenige den Schlüssel, ich mach's mal so hier, und man sieht, das ist verriegelt. Man kommt da nicht rein, man schafft es nicht, das Ding aufzumachen. Obwohl man da mit dem Schlüssel reingeht, ich mach's mal so hier, geht nicht. So, jetzt wundert man sich, hä, was ist da das Problem? Dann würde er wahrscheinlich wissen, dass das hier vorne aufgehen müsste und zieht hier dran. Und man sieht, funktioniert auch nicht. Aber dann denkt man sich, hä, das ging doch auf. Ich habe doch gesehen, dass das aufgeht. Wo ist der Kniff? Und der Kniff ist in diesem Schlüssel hier versteckt. Hier ist ja der Schlüssel, wo ich schon gedacht habe, warum hat er da dieses ganze Zeug drauf gebaut? Das ist im Endeffekt Deko, um von was abzulenken. Und zwar von dem wichtigen Geheimnis, was dieser Schlüssel hier hat. Und das ist diese Zweierfliese hier. Das ist dann völlig egal, welche Farbe oder ähnliches. Man kann auch den Tresor in ganz anderen Farben bauen, voll schwarz, voll grau. Dann passt es auch noch in andere Dinge sehr gut rein. Genauso wie man den Schlüssel in verschiedenen Farben und verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Verzierungen bauen kann. Ich habe jetzt das Rot genommen. Und diese Fliese wird wichtig. Denn wenn man hier genau hinschaut, hat man hier doch dieses Loch drin. Und hier ist eine Zweierfliese. Und diese Zweierfliese kann man mit dieser Fliese hier aushebeln und dann fällt die rein. Jetzt kann man es von vorne aber immer noch nicht aufmachen, weil hier die Kraft nicht reicht, die Klemmkraft. Und jetzt ist natürlich interessant, wie kommt man denn da rein? Na dann hat man ja wirklich den Schlüssel hier. Und dann kann man hier nämlich reindrücken und es kommt raus. Ist eigentlich voll cool, ne? Nicht ein Technikteil, alles normale Standard-Bricks. Und hier drinnen hätte man quasi wie sein kleines Geldfach. So, jetzt kann man das hier reinschieben. Und der Tresor ist wieder ganz. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man das gute Stück baut, ich zeige es euch gerne. Als erstes braucht ihr eine 6x8 Plate in der Farbe eurer Wahl. Die legt ihr dann genauso mit Fliesen aus. Es ist nicht mal wichtig, ob das jetzt solche Fliesen sind, eben 2x2er Fliesen oder 1x2er Fliesen. Das ist hier völlig egal. Ihr könnt auch eine große Fliese nehmen, die genauso ist. Ihr könnt auch 2x4er Fliesen nehmen. Hauptsache am Ende ist dieses 4x4er Quadrat ausgelegt. Daneben nehmt ihr auch in der Farbe eurer Wahl. Ich habe es jetzt hier mal grau genommen und vorne weiß. Weiß vorne für die Optik, weil es ja Polizei sein soll und in der Lego-Welt oder in der Klemmbausteinwelt ist es ja Polizei meistens blau-weiß. Und hinten grau, einfach nur um das zu verdeutlichen, diese Unterschiede, wie ihr das eben baut. Und dieses 4x4er baut ihr quasi hier eins vom Rand weg und dieses 1x4er baut ihr auch hier vom Rand weg. Es muss dann am Ende genau dieses Muster ergeben. Danach baut ihr hier hinten so eine kleine Wand hoch. Bei dieser Wand ist es völlig egal, aus welchen Bestandteilen die ist. Ob ihr da 2x2er Bricks nehmt, 1x2er Bricks. Umso größer die Bricks, umso stabiler wird es natürlich. Weil ich hier aber so eine Mischoptik haben wollte, dass hier eben auch verschiedene Farben verbaut sind, habe ich mit den 2x2er Bricks und 1x2er Bricks gearbeitet. Ihr könnt aber genauso auch 2x8er Bricks nehmen, die ihr auf diese Länge hier legt. Es ist wie gesagt völlig egal. Hauptsache am Ende habt ihr eine 3-Brick hohe Wand hinten gebaut. Dann baut ihr auf der rechten Seite, wo eben auch die 1x4er Fliesenabdeckung ist,
baut ihr auch eine Wand hoch. Diesmal aber aus einer Bricks und die muss 1x4 sein. Am Ende muss es hier eben so eine Wand ergeben, dass man hier diesen abgeschlossenen Raum hat. Hier ist genau dasselbe. Nehmt es in der Farbe, wie ihr wollt. Macht es so, wie ihr es wollt. Ihr könnt das alles verschieben, wie ihr es wollt. Ihr könnt auch hier das über Eck anders bauen. Hauptsache am Ende habt ihr diese Wand genauso stehen. Die Farben und sind völlig egal. Ihr könnt da 1x4er nehmen, 1x2er und ähnlich. Ihr könnt da die verschiedensten Farben reinmachen, genau wie ihr wollt. Dieser Teil ist jetzt wichtig. Ihr müsst zwischen den ausgelegten Fliesen eine 2-Brick hohe Wand bauen, die aus entweder 1x2er oder 1x4er Bricks besteht und müsst darauf nochmal einen Brick, einen 1x1er vorn, wo hier diese Abdeckung ist, drauf bauen. Ich hoffe, das erkennt ihr gut, wie das aufgebaut ist. Das sollte kein Problem sein nachzubauen. Hier eben diese Wand hochziehen, aber eins tiefer als die anderen Wände und hier vorne dann einen 1x1er Brick, der hier so steht. Jetzt baut ihr auch hier eine 3-Brick hohe Wand, die aber nur 2 lang ist und eben hier hinten dran ist. Die baut ihr genauso ein, damit es hier abgeschlossen ist. Jetzt denkt ihr euch, warum ist die Wand dort nicht ganz abgeschlossen? Völlig logisch, weil das hier muss ja auch rein. Und hier baut ihr es genauso wie hier zwischen den Fliesen, dass ihr vorne eben eine 2-Brick hohe Wand nehmt und vorne nochmal einen 1er-Brick. Und hier ist ja dann der Geheimschlüssel drin, beziehungsweise das Element, was ihr mit dem Geheimschlüssel rausnehmen müsst. Hier ist es auch ganz wichtig, dass ihr einfach schon mal die Fliese hier reinnehmt, dann seht ihr, ob die gut passt und ob die sich auch hier gut verschieben lässt. Das ist nämlich sehr wichtig, dass am Ende unsere Konstruktion funktioniert. Jetzt nutzt ihr 2 1x4er Plates. Die Farbgebung ist völlig egal, ich habe es hier nur in dieser Farbkombination gemacht, damit es schön aussieht. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr eben hier 2 Plates nehmt. Ein Brick ist nämlich zu hoch in dem Fall, eine Brick hier, 2 Plates übereinander. Und darauf kommt ein 1x1er rundes Teil. Die Farbe ist auch hier wieder völlig egal, ich habe es einfach in einer passenden Farbe genommen. Und ganz wichtig ist, dass ihr das genau so hier drauf setzt, dass hier ein Brick zur Wand frei ist, dann unsere Konstruktion, dann nochmal ein Brick frei und dann hier vorne 1x1er Brick. So, das ist jetzt wichtig, weil diese Konstruktion nehmt ihr dann mit dem Schlüssel am Ende und dreht diese rum und das ist dieser Schnappmechanismus. Und jetzt ist es eigentlich alles am Mechanismus fertig, was wir brauchen. Jetzt wird es einfach nur ausgekleidet. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Hauptsache, es schließt hier oben ab. Ich habe es folgendermaßen gemacht. Ich habe hier Blades genommen, habe diese Blades nochmal unterfüttert, damit es hier einfach sehr schön aussieht, mit 2x2er Steinen. Hier gilt wieder dasselbe. Nehmt es auch in der Länge, die ihr einfach gerade habt oder nehmen wollt. Da müsst ihr nicht 2x2er Steine nehmen und habt darauf nochmal Blades gelegt. Das ist einfach nur für die Optik. Die Blades da oben drauf müsstet ihr nicht unbedingt machen. Und diese Blades setzt ihr jetzt hier drauf und das macht ihr 3-mal insgesamt und zieht das eben hier nach vorne. Also 1-mal, 2-mal, ganz wichtig, schön festdrücken, das muss sehr fest sein, damit der ganze Mechanismus funktioniert. Dann haben wir schon 2-mal und eben nochmal vorne das dritte. So, und das ist im Endeffekt der Tresor an sich als Grundkonstruktion, ohne das Teil, was wir dann im Endeffekt raus und rein schieben. Jetzt noch ein Tipp für euch. Ich habe das ja hier jeweils eine Noppe überstehend. Das würde ich euch nicht empfehlen. Ich fand einfach, es sah schön aus und es passt bei mir in die Polizeistation sehr gut rein. Ich würde euch aber empfehlen, das hier bündig zu machen, weil ihr sonst Probleme haben könntet, hier diese Fliese unterzubringen, dass sie dort hält. Vor allen Dingen mit dicken Fingern wird das schwierig. Und da ist es dann wichtig, dass ihr eben dann immer ein Hilfsmittel habt, dass ihr das hier reindrücken könnt, wie zum Beispiel eben hier so ein Bügelperlensetzgerät, wie der liebe Johnny's World sagen würde. Das Problem habt ihr halt im Endeffekt einfach nicht. Wenn das hier bündig ist, dann könnt ihr das immer einfach reinsetzen. Das wollte ich euch noch auf den Weg geben. Ich mache es auch, wie gesagt, nochmal so, weil ich es einfach so hübscher finde. Und das ist halt auch im Endeffekt wichtig, wenn ihr das dann von der Funktionalität überprüfen wollt. Der Teil, wo ihr euer Geld oder euren Schatz oder was auch immer ihr da verstecken wollt, drin lagert, wird einzeln gebaut. Und zwar braucht ihr dafür eine 4x4er Platte. Auf diese nehmt ihr vorne diese Baurichtungsumkehrer, die aber als eine Brickhöhe haben. Und hier oben dann einmal normal mit Bricks bauen. Da am besten wirklich eine nehmen, die über die 4 lang ist. Falls ihr unten nämlich 4 1x1er genommen habt, dann ist hier oben nochmal Stabilität drin. Das wäre an sich egal, wenn ihr hier unten eine 1x4er nehmen würdet. Dann könnt ihr hier oben auch 1x2er Bricks nehmen, wenn ihr das wollt. Dann nehmt ihr auf der Seite, ganz wichtig, auf der Seite, die beim Reinschieben bei unserem Secret ist, also unserem versteckten System, was wir mit dem versteckten Schlüssel dann reinstecken,
nehmt ihr das hier. Das ist ein 1x2er Brick und ein 1x1er drauf. Und dann muss hier dieses Loch sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da ist dann die Fliese drauf und hält das fest, damit man das eben nicht mit dem Schlüssel, wenn man dieses Secret nicht gefunden hat, rausnehmen kann. Dann nehmt ihr auf die andere Seite einen 2x2er Brick, davor einen 1x2er Brick und hier entweder eine Fliese oder ich habe jetzt einfach mal aus Deko-Zwecken so ein Gitter genommen. Und das nehmt ihr genau hier drauf. Und dann habt ihr schon mal hier diesen Teil, wo ihr euer Geld oder euren Schatz reinstecken könnt. Damit das alles schön hält, nehmt ihr hier nochmal eine 2x2er Fliese und hier eine 1x2er Fliese. Und damit habt ihr die Konstruktion größtenteils fertig. Warum haben wir jetzt hier vorne die Baurichtungsumkehrer genommen? Das ist ganz wichtig, dass ich euch das noch erkläre, damit ihr diese Optik von dem Tresor habt. Deshalb habe ich hier nochmal eine 4x4er Platte in Weiß und habe hier vorne einfach einen 2x2er Brick und 2x Gitter drauf gemacht. Dann hat das diese Tresoroptik, wie als wäre dort vorne dieses Verschlusssystem. Das könnt ihr rein theoretisch so machen. Ihr könnt es auch anders bauen, so wie es euch gefällt, so wie ihr es schön findet. Ihr könnt es auch ohne die Baurichtungsumkehrung machen. Aber dann habt ihr das Problem, dass es vorne halt glatt abschließt und im Endeffekt nach nichts aussieht. Dieses Teil, wenn es dann fertig gebaut ist, schiebt ihr hier einfach rein. So. Ihr seht schon, das hat schön abgeschlossen. Und so könntet ihr das aber noch locker so rausziehen, wenn ihr einfach hier vorne zieht. Deshalb nehmt ihr hier die 1x2er Fliese und schiebt sie rein, damit ihr eben dann auch genau diese Optik hier habt, wie wir sie am Anfang hatten. Und schon ist vom Bau des Tresors alles fertig. Jetzt kommen wir noch zum Schlüssel. Und der Schlüssel ist ganz einfach. Ihr braucht dafür einfach eine 2x6er Platte. Darunter macht ihr hier rechtzeitig eine 2x3er Platte. Und darauf macht ihr oben eine 1x2er Fliese, die eben hier genau abschließt, wo die 2x3er Platte endet. Und dann braucht ihr entweder Flügelteile oder was ihr auch immer habt, einfach nur was schön aussieht und dem Schlüssel die Schlüsseloptik gibt. Und diese macht ihr oben voll mit diesen ganzen Deko-Elementen oder auch keine Deko, wenn ihr wollt, je nachdem. Die sind einfach nur dazu da, dass es mysteriös aussieht und dass vor allen Dingen auch diese Fliese, mit der ihr dann am Ende das Teil öffnet, nicht so sehr auffällt. Und im Endeffekt könnt ihr da nehmen, was ihr wollt, könnt es machen, wie ihr wollt. Das hat keine Funktion, es ist einfach nur sehr hübsch oder halt auch nicht oder mysteriös, wie ihr es eben machen wollt, wie gesagt. Und dann habt ihr hier den Schlüssel, könnt hier die Fliese rausnehmen. So, könnt wieder an den Tresor gehen, hebelt hier diese Fliese raus. Damit ist er wieder öffnbar, nehmt den Schlüssel, drückt, springt auf und ihr seid am Geld bzw. eurem Schatz. Ich würde sagen, das zeigt mal wieder, wie wenig man eigentlich braucht, um kreativ zu sein mit Klemmbausteinen und dass man mit Teilen, die jeder zu Hause hat, keine Technikteile, normale Klemmbausteine sowas bauen kann, finde ich einfach sehr cool. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Wenn ihr Lust auf mehr solche Videos habt, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und das Video liken und das in den Kommentaren so schreiben, dass ihr da Lust drauf habt. Wenn nicht, ist es auch okay. Hier kommen natürlich nach wie vor auch normale Sets, die ich euch vorstelle. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Baut es gerne nach. Probiert es mal aus. Ich finde den Mechanismus sehr cool, dafür, dass er so einfach ist. Und dementsprechend haut rein. Euer Krieg der Steine.